Bei mir ist Professor Tillmann Meyer. Herzlich willkommen hier im Studio. Grüß Sie, Frau Burkern. Professor Meyer, als die Maastrichter-Verträge vor 25 Jahren unterschrieben wurden, da hat Helmut Kohl gesagt, Europa ist nun nicht mehr zu stoppen. Jetzt, 25 Jahre später, ist Großbritannien dabei, im Prinzip auszuchecken. Konnte man sich damals sowas vorstellen, dass der europäische Gedanke in diese Richtung geht? Also Helmut Kohl hat natürlich hoch gezielt und das Denken war auch mit Wünschen verbunden. Insofern konnte man sich das wahrscheinlich nicht vorstellen, auch von Großbritannien eigentlich nicht, weil das ja relativ spät erst dazu kam. Aber die Entwicklung ist eben so, dass tatsächlich der Integrationsgedanke nicht mehr alle Europäer erfasst und die Briten sind die Ersten, die davon gehen. Desintegration steht auf der Tagesordnung und insofern liegt schon innereuropäisch hier eine gewisse Herausforderung vor. Viele sehen den Brexit als Anfang vom Ende der Europäischen Union. Wie sehen Sie das? Ist das eine Phase, in der es vielleicht auch wieder bergauf gehen könnte oder fängt es jetzt wirklich so peu à peu an zu bröckeln? Peu à peu, wenn wir das vielleicht auf Frankreich auch noch beziehen, dann könnte man sagen, natürlich besteht 2017 die Gefahr, dass mit entsprechenden Populisten dieses Programm fortgesetzt wird. Aber wenn wir nicht so pessimistisch sind, muss es nicht in diese Richtung kommen, sondern könnte das ein Denkzettel sein, könnten wir uns in Europa in einer Lernkurve befinden und sehen. Also es ist möglich, dass man ausscheidet, aber es ist nicht die beste Wahl, denn die Briten kämpfen ja auch mit ihrem wirtschaftlichen Standing. Was bedeutet denn der Brexit überhaupt für die Idee der Europäischen Union, für dieses gesamte Konstrukt? Ich denke schon, dass es natürlich ein Schuss vor den Bug ist, in dem Sinne, dass man die europäische Idee stärker mit Realismus verbinden muss und eben diese Wünschbarkeiten nicht nur ventilieren darf. Und insofern, wie gesagt, ein Lernprozess. Die europäische Idee ist ein bisschen angekratzt auf diese Weise. Mehr Europa zu verlangen, ist eigentlich nicht unbedingt angesetzt. Aber die Kanzlerin sprach jetzt auch in Malta wieder von Ähnlichem, sodass also die Kräfte pro und contra sehr am Werk sind. Haben Sie den Eindruck, dass die politischen Akteure, die sich gerade in der EU um den Zusammenhalt der EU bemühen, die richtigen Antworten finden, sich die richtigen Gedanken machen, um Europa zusammenzuhalten? Oder ist man da eher blauäugig und zu optimistisch unterwegs? Nicht mehr ganz optimistisch, glaube ich, ist man unterwegs, einfach weil die Umstände doch zu Fragen Anlass bieten. Aber man ist noch nicht konsterniert und legt den Rückwärtsgang ein. Insofern gibt es Spielräume nach vorne und nach hinten in gewisser Weise. Und wie die Architektur der europäischen Integration künftig aussehen soll, da sehe ich noch keine Angebote, die wirklich innovativ sind. Und auf die käme es eigentlich schon an. Das klingt ein bisschen nach einem, ja, wir machen erstmal weiter so und schauen. Also nicht von meiner Seite aus, aber von der politischen Arena aus würde ich das schon so sehen, dass man eben noch nicht aufgelegt ist, so richtig einen Ruck durch Europa zu sehen oder den anzuregen. Und darin liegt schon ein gewisses Problem, dass man so weitermacht. Ja. Was könnte man denn tun, um weitere nationalistische Tendenzen zu vermindern oder sogar zu verhindern? Man müsste eben den Vorbehalten, die es in den einzelnen Nationalstaaten gibt, gegenüber dem europäischen Prozess stärker entsprechen und die einzelnen Nationalstaaten vielleicht mehr würdigen, mehr zu Mitspielern auf eine sichtbare Art und Weise werden zu lassen. Ich glaube, darin liegt eine Herausforderung. Und auch ist eine Frage nach der Architektur. Also wie kann man das europäische System sichtbarer machen unter dem Aspekt der Beteiligung ganz unterschiedlicher Nationen, zum Beispiel Osteuropa. Osteuropäer sind ja doch viel stärker mit Vorbehalten gegenüber der Europäischen Union zugange. All das muss man einfangen und das ist noch nicht erkennbar.